Jo Leute, endlich mal wieder MC4 Gameplay am Start. Es ist schon ewig her, dass ich ein Video gemacht habe. Ja, ihr wisst, warum das so war, weil ich kein Jailbreak mehr gehabt habe und alles. Und ja, also das Gameplay ist nicht wirklich gut. Da werde ich gleich mal von einem Einzelleveling gekillt, weil der andere hinten steht und ihm gedacht, vielleicht kriege ich den weg. Und ja, 2 Monate nicht mehr zockt. Da ist halt schwer wieder reingekommen und vor allem, wenn man das iPad nicht mehr hat und dann nur mehr mit dem iPhone zocken kann. Aber naja, das Gameplay ist glaube ich 23 zu 7 oder irgend sowas, keine Ahnung. Und ja, die Gameplay sind nicht gekommen, weil ich mit der Kamera halt nicht aufnehmen wollten. Das ist endlich mal wieder ein Video von mir, was mit dem Recording Screen aufgenommen ist, weil das geht ja mit dem Jailbreak. Display Recorder kann man nur kaufen. Und ich hätte eigentlich wirklich nicht gern 5 € für einen Recorder kaufen, für einen Display Recorder. Vielleicht, wenn es gratis ist, vielleicht hole ich es mir. Oh, dann werde ich mir einen wahrscheinlich schon holen, den Display Recorder. Und ja, ich habe eigentlich heute gar kein richtiges Thema. Ja, Jailbreak ist draußen, ich habe schon ein paar Sachen am 5-Icon-Dock. Und MC5 kommt, ist auch schon bald da. Jänner oder Januar halt. Wird's kommen wahrscheinlich. Und ja, ich freue mich eigentlich schon. Ich habe die PS4 zu Weihnachten gekriegt. Und ja, jetzt sag ich nicht mehr für MC. Außer wenn ich jetzt für einen YouTube-Channel, also für den Channel ein Video aufnehme, zocke ich schon noch, aber sonst zocke ich eigentlich bei der PS4, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, FIFA 14, Killzone, die ganzen Spiele halt und ja. Aber ich möchte mit der Mobile Community, möchte ich eigentlich schon noch dabei bleiben und weitermachen, weil es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht zu kommentieren und ja, einfach zu zocken und kommentieren. Das war eigentlich, hat mir immer Fun gemacht. Und ja, da bin ich halt wieder unnötig gestorben. Und Artillerie habe ich glaube ich rausgeholt. Und dass ich das sogar geschafft habe, das war wieder mein erstes Spiel seit 2 Monaten. Die Gegner waren eigentlich ja ziemlich schwach. Ist schon ein peinliches Gameplay, muss ich sagen, aber ich wollte wieder einmal ein Gameplay für euch bringen. Und ja, ich hoffe, dass euch das gefällt, dass ich wieder Videos mache und schauen, wie die Videos wieder kommen, ob es regelmäßig kommen. Jeden Tag wird, glaube ich, kein Video kommen. Aber ja, das muss, glaube ich, nicht sein, jeden Tag. Und was gibt es noch zum Sagen? Ja, MC5, ich freue mich schon extremst auf das Spiel. Wenn es das verkacken, weiß nicht, ob ich dann noch wirklich einen Scherer auf MC habe, weil MC4 ist schon so extremst ausgelutscht. Es ist schon so langweilig, das Spiel, das ist unglaublich. Und MC3 sind die Server down. Wohl das ist eigentlich das beste MC, ist keine Ahnung, was Gameloft da wieder macht. Ja, und MC2 sind nicht so viele Hacker. Das mag ich auch nicht mehr spüren. Und ja, wenn es MC5 bei mir verkacken, glaube ich, ist vorbei mit Gameloft bei mir. Schätze ich halt mal, weil wenn ich 6 € für ein Spiel zahle, will ich ja ein gescheites Spiel kriegen und nicht irgendein Spiel, das was dann, weiß ich nicht, was leicht zum Hacken geht, wo überpowerte Waffen und alles dabei sind. Und ja, wohl die Compact da ein bisschen überpowered ist, weil ich mit der immer spüre, aber ich weiß nicht, ob man es in Video sieht, es ist ziemlich laggy, also es laggt extrem, ja, extremst nicht, aber es laggt, wenn ich aufnehme. Ich hoffe, es sieht man im Video nicht. Kannst du dann in die Kommentare schreiben, ob es laggt oder nicht, weil sonst werde ich warten auf den Display-Recorder. Sonst mache ich da weiter, da habe ich glaube ich 2 geholt oder. Habe ich zwar geholt, ja, den dritten habe ich nicht mehr holen können. War im Magazin auch schon leer. Und ja, bei mir hat es halt geleckt und das ist auch ziemlich scheiße, weil
Auf einmal steht der Gegner vor dir und du hast keine Chance. Das ist, ja, ist schon scheiße. Und ja, was euch auch sicher aufgefallen ist, ich habe kein Gameplay, kein Intro mehr. Und mal schauen, ob ich wieder eins mache, weil wie ich aufgehört habe mal mit YouTube, da habe ich meine ganzen Intros und Gameplays alle gelöscht. Und jetzt muss ich schauen, ob ich einen Zeitaufwand irgendwann einbringe, dass ich noch ein Intro mache, wo es eigentlich, glaube ich, nicht so nötig ist. Und ja, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob die Qualität passt, ob's laggt. Themenvorschläge zum Beispiel. Ja, das war von meiner Seite. Ah ja, und ihr könnt noch bei meiner Ballerina-Gruppen vorbeischauen und bei Twitter werde ich alles verlinken. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao. Ciao.